Also ich bin schon am Hotel angekommen. Meine Mama hat Verspätung. Eigentlich bin ich schon längst gelandet. Also sollte eigentlich um 3.15 Uhr oder so ankommen. Aber da gestern Feiertag ist, ist ein Flug ausgefallen. Deswegen fliegt sie jetzt anders. Kommt erst um 19:30 Uhr an. Also bin ich ins Hotel gefahren, weil ich schon um 1 Uhr angekommen bin. Ich hatte keine Lust, 6, 7, 8 Stunden am Flughafen zu chillen. Deswegen fahre ich jetzt die Runde und dann hole ich sie. Ah! Ich bin eigentlich die ganze Zeit nicht aufgeregt, so, aber jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, in ein paar Stunden siehst du deine Mama. Und ich freue mich richtig, dich wiederzusehen, Mami. Das ist unser Hotel hier. Unser Hostel. Klein, aber fein. Und das ist unser Ausblick aus unserem geilen Hotel hier. Oh, das ist ja alles kaputt hier. Sorry. Ich kann anscheinend auf den Balkon gehen, aber ich gehe nicht drauf, weil ich habe Angst, dass ich da runterfliege. Also eigentlich war ganz nicht schlecht hier so. Welcome to New York! Ich habe mich gerade nochmal eben informiert, wo die jetzt landet. Aber ich hoffe, ich stelle es richtig und dass die jetzt nicht kommt. Sie ist vor einer halben Stunde gelandet. Oh mein Gott! Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt nicht bin oder nicht. Also ich sollte sie hier vorbeilaufen. Ich stehe in meinem Parkour. Let's go! Ich, Trottel, hab das falsche Terminal genommen. Aber jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ich gucke, ob ich meine Mama jetzt finden. Hallo! Was? Ja, wie falsch Dings gesagt. Guck mal. Falsch rum, warte. Geht gleich. Bist du spät? Down, down. Auf den Weg zum State of Liberty. Auf der Statue, der Freiheitsstatue. Wir mussten gerade ein paar Treppen hochlaufen, aber sind jetzt oben. Haben es sozusagen geschafft. Jetzt von oben hat man eigentlich ganz gut. Leider kommt man nicht auf die Krone, weil alles ausgebucht war. Also solltet ihr die Chance haben, auf die Krone zu kommen, geht auf jeden Fall auf die Krone. Jetzt zeige ich euch erstmal den Ausblick. Auf der Brooklyn Bridge angekommen. Nein, doch. Silo, wenn du den Vlog siehst, schöne Grüße. Tausend Jahre später. Mama und ich sind jetzt am Central Park. Voll schön. Richtig schön hier. Man kommt von der Straße mit riesengroßen Wolkenkratzern. Einfach in so ein Nichts mit ganz viel Gras und es ist super schön. Und jetzt haben wir Gott sei Dank auch mal schönes Wetter. Weil wir hatten die ganze Zeit nur Regen und Wolken. Jetzt sind endlich mal wieder die Sonne wieder raus. Mama und ich lieben den Central Park. Richtig, Mama? Yes, that's right. Leute, ihr müsst unbedingt in den Central Park gehen. Central Park ist das Schönste, was ich bis jetzt gesehen habe in New York. Wirklich so schön. Und hier wurden ja die ganzen coolen Filme gedreht. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Also heute ist Tag 2. Wir machen heute nicht viel, zum Beispiel das Wetter. Und deswegen fahren wir noch mit meiner Familie. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie unser Frühstück aussieht.
Bagel, Cookies, Bananen und Apfel. Und das hier. Und das, das war's. Mom, wie hat's dir geschmeckt? War's gut? Ja, war lecker. An sich ist es echt cool, also wenn ich hier seid, das ist das auf jeden Fall machen. Also für alle, die mal ins Zoo gehen wollen, das ist gar nicht mehr schlecht, aber es ist auch nicht schön so. Weil es sind voll viele Sachen so, wie Marilyn Monroe, die haben alle gefehlt. Das war total schade irgendwie. Versuch noch Zac Efron zu finden. Wenn ich Zac Efron gefunden habe, sag gleich Bescheid. Also, wir sind jetzt auf dem Top of the Rock. Keiner war nicht gesehen. Super. Weil es regnet und es ist ganz viel Nebel hier oben. Wir hatten den ganzen Tag schönes Wetter, aber jetzt, wo wir hoch sind, ist Scheißwetter. Also ja, wir haben ein bisschen Pech gehabt, würde ich sagen, ne? Mama und ich haben Glück. Es ist ein bisschen weggegangen. Finally! Und wir können auch nachher nach ganz oben gehen, Gott sei Dank. Vorhin war es noch im Gewittern, aber jetzt nicht mehr. Noch ein bisschen weiter weg geht. Wenn nicht, machen wir so ein paar Fotos, weil das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also, wenn man finally herausfindet, wie er in die Kamera funktioniert, kriegt man auch ziemlich geile Bilder hin. Also, die blende ich euch auf jeden Fall nachher mal ein, das sind hier mal die geilen Bilder sind, die ich gemacht habe mit meiner Kamera, weil ich gesehen habe und herausgefunden habe, wie es funktioniert. Oh mein Gott! Nach 3 Jahren! Oh mein Gott, jeder, der in New York ist, muss in diesen Hershey-Shop, Leute. Oh mein Gott! Guckt es euch an! Die geile Sachen! Side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow to a kleines baby, die kann dir auch folgen. Passt doch zu deiner Jacke. Genau. Wie süß ist das denn bitte? Und auch deren Gesicht da.